Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Napoleon Total War Gameplay Schlachtenkommentar. Und zwar bin ich immer noch dabei, die historischen Schlachten durchzuspielen, und heute werde ich mich mal den Seeschlachten widmen. Ich habe mich bisher immer drum gedrückt, weil ich mich damit gar nicht auskenne. Bei einem normalen Empire Total War habe ich diese Schlachten immer automatisch auswürfeln lassen, wenn was auf See ausgefochten werden musste. Und ja, ich werde mich jetzt aber mal dran wagen. Und zwar spiele ich erst Trafalgar. Versuche es zumindest. Villeneuve versteht nichts. Villeneuve hat nichts erreicht. Wie kann ich ohne die Seeherrschaft England einnehmen? Jetzt muss die England-Armee gegen Österreich vorrücken. Villeneuve kann sich sein Brot am Mittelmeer verdienen. Das sollte einfach genug für ihn sein. Okay. Wie ihr sehen könnt, ich habe die Einstellung auf leicht. Das werde ich auch mal so lassen, wie gesagt. Seeschlachten sind absolut neu für mich. Also wird es erstmal bei easy bleiben. Was haben wir denn hier? Angreifer, Verteidiger ist Nelson. Wir greifen mit Pierre de Villeneuve an und Ignacio Alava. Wie auch immer diese beiden Generäle sein mögen. Ich kenne sie nicht. Ich weiß auch nicht, ob es historisch angelegte Charaktere sind. Ich weiß es nicht. Bin mal gespannt, wie das Ganze gleich aussehen wird. In den Gameplay-Trailers sah das ja immer gar nicht mal so schlecht aus, diese Seeschlachten. In der Grafik her. Fecht beginnen. 21. Oktober 1805. An der Südwestküste Spaniens, in der Nähe von Cadiz, hat meine französisch-spanische Flotte unter Pierre de Villeneuve unvorsichtigerweise Segel Richtung Neapel gesetzt. Die nahe britische Flotte unter Admiral Lord Nelson hat die französische Flotte vor einiger Zeit erspäht. Sie hat zwei Linien formiert und versucht nun, mit dem vorherrschenden Wind aus Westen anzugreifen. Im Herzen dieser Flotte befindet sich die IMS Victory, ein britisches Flaggschiff der ersten Klasse mit 106 Kanonen. Okay. Wenn meine Flotte die der Briten besiegen möchte, muss dieses Schiff unter allen Umständen ausgeschaltet werden. Das wird nicht einfach. Aber meine französisch-spanische Flotte verfügt über einige der größten Schiffe der Welt. Unter ihnen befindet sich auch die Santissima Trinidad mit 140 Kanonen. Sie ist größer als alle Schiffe, die unter Nelsons Kommando stehen. Okay, spontan würde ich sagen, läuft. Wir schalten erstmal die Karte aus. Gucken wir das Ganze erstmal ein bisschen an. Okay, die bewegen sich alle sehr langsam. Ich verstehe das nur gerade nicht hier, ob ich jetzt nur meine französischen Schiffe steuern kann oder auch die der Spanier. Okay, kann ich nicht. Gut. Das heißt, ich werde meine Schiffe mal nach vorne rücken. So. Okay, das könnte ja eine Weile dauern, bis die Schiffe da sind. Ihre britischen Gegner, die Royal Navy, ankert vor der Küste von Gibraltar. Royal Navy, ihre Aufgabe ist es, die britische Flotte um jeden Preis aus dem Mittelmeer zu vertreiben. Die britische Flotte. Das ist ihr Flaggschiff. Es ist das wichtigste Schiff jeder Admiralsflotte. Zeig mal. Die kreisförmige Flagge über dem Schiff stellt dessen Symbol dar. Läuft.
Die unteren grünen Balken stehen für die Rumpfstärke auf beiden Seiten des Schiffes. Und der obere weiße Balken zeigt an, wie viel Schaden die Segel und die Masten genommen haben. Anscheinend hat Ihr Schiff Schaden erlitten, seit Sie das letzte Mal einen Hafen angelaufen haben. Er sollte schnellstens behoben werden. Per Linksklick auf die Schiffskarte unten im Bild wählen Sie Ihr Schiff an. Dann klicken Sie unten im Bild auf das Schiff reparieren Feld. Während des Reparaturvorgangs kann Ihr Schiff keine anderen Befehle ausführen. Es sei denn, Sie brechen die Reparatur vorher ab. Nach Abschluss der Reparaturarbeiten ist Ihr Schiff wieder voll einsatzfähig und zum Kampf bereit. Da Ihr Schiff für den Krieg gerüstet ist, müssen Sie lernen, wie Sie die Kamera richtig einsetzen, um die britische Flotte aufzuspüren und zu vernichten. Zeig mal. Bewegen Sie die Kamera zunächst vor und zurück, indem Sie die Taste W bzw. S drücken. Bewegen Sie die Kamera jetzt nach links und rechts, indem Sie die Taste A bzw. D drücken. Drehen Sie die Kamera jetzt nach links und rechts, indem Sie die Taste Q bzw. E drücken. Mit V richten Sie die Kamera nach oben, mit C nach unten. Bewegen Sie jetzt die Kamera auf und ab, indem Sie X bzw. Y drücken. Sehr gut. Sie können die Kamera auch mit der Maus bewegen, indem Sie mit dem Mauszeiger an den Bildrand gehen oder die mittlere Maustaste gedrückt halten, während Sie die Maus bewegen. Wählen Sie Ihr Schiff an und setzen Sie die Segel. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste unten auf die Markierung Ihres Schiffs.